Leute, was ist hier los? Das ganze Deutschland hier ist eine einzige Schauspielschule. Hier, Schule schließt AfD aus und dafür spielt ein CDU-Politiker die AfD. Oh, Himmel, Herrgott, was ist, what the fuck? Ich habe das gerade gehört, ich habe mich fast bepisst vor Lachen. Also, wer bitteschön kommt noch auf so eine geniale Idee? Bruder, ich meine, jetzt wird nicht noch aktiv das Wahlprogramm von der AfD abgeschrieben, wie in der Schule. Nein, jetzt spielen die CDU-Politiker, weil sie wahrscheinlich selber nicht so viel auf die Kette kriegen und in den letzten Jahren so viel Bockmist gebaut haben. Jetzt spielen die schon AfD. Das ist doch schön. Man will mit der AfD nichts zu tun haben, aber setzt sich jetzt in die Schule als Sozialpädagoge oder whatever und spielt eine Runde AfD. Oh mein Gott! Das ist doch schön. Ich meine, das kann man doch eigentlich aktiv als Lob sehen, oder nicht? Ne? Also, die Frage, die sich mir stellt bei der ganzen Sache, was hat der CDU-Politiker, der AfD-Mann gespielt hat, denn den Kindern erzählt? Das würde mich mal interessieren. Ich muss da nachher mal lesen. Ich muss mich da... Bruder, ich kann nicht mehr. Ich lache mich kaputt. Was ist hier los? Das ist nicht mehr das wunderbarste, bunteste Deutschland. Das ist einfach die beste, wundervollste Schauspielschule der Welt. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist ja unfassbar geil. Oh nee, es wird jeden Tag besser. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Also, oh schade. Vielleicht sehen wir bald noch einen Kinofilm.